Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Es gibt sehr, sehr interessante Informationen, die gerade durch die Decke gehen in der MMA-Welt, Freunde. Denn Khabib Nurmagomedov soll tatsächlich ein bahnbrechendes Angebot abgelehnt haben. Beziehungsweise ja, hat dann ein Gegenangebot bekommen von der UFC, was er abgelehnt hat. Denn es stand ein Grappling-Match zwischen ihm und der MMA-Legende und Ex-Champion GSP in Raum. Ja, GSP wollte dieses Grappling-Match unbedingt haben. Khabib hatte auch damals schon verkündet, dass es für ihn möglicherweise interessant wäre, nicht mehr im MMA-Octagon zu stehen, aber dafür nochmal gegen GSP zu grappeln. Und jetzt wurde dem Ganzen ein Strich durch die Rechnung gemacht, Freunde. Und das aufgrund einer finanziellen, ja, Möglichkeit, die Khabib nicht wahrgenommen hat, denn er hat sich eine höhere Summe gewünscht, als er der UFC letztendlich ja angeboten hat, was sein Minimum ist dafür, dass er das Ganze machen würde. Und ich denke, ein Grappling-Match an sich ist jetzt nicht so Hype wie, ja, weiß ich nicht, irgendein MMA-Kampf. Ich glaube auch, dass das Ding einfach über die Runden gehen würde und Khabib jetzt nicht von GSP getappt werden würde. Außer Khabib würde halt einen GSP tappen. Ich denke aber eher, das Ganze würde man dann einfach nach Punkten bewerten und keiner würde da jetzt großartig irgendwie schlafen gehen oder sonst irgendwas. Ja, Khabib Nurmagomedov hatte aber diese Idee mit einem Grappling-Kampf mit GSP Craig Jones zufolge, ja, welcher auch ein sehr, sehr guter Mann am Boden ist. Zufolge verlangte Khabib Nurmagomedov eine viel zu hohe Summe für die UFC, so das Ganze einfach abgelehnt wurde und nicht mehr relevant oder interessant war. Er sagte nämlich jetzt Folgendes im Interview und die ganzen MMA-Medien in den USA berichten schon darüber. Ich war bei den Jungs von der UFC beim Fight Pass und sie haben versucht, mich nach Gegnern für GSP zu fragen. Nach Ideen. Und ich hatte keine Ahnung, wer da irgendwie auf irgendeine Weise geeignet wäre. Das sagte Jones bei Team B Jiu-Jitsu. Sie fragten mich in dem Moment und ich wusste nicht, was sie sagen soll. Ich erinnere mich, dass ich dann einfach Khabib gesagt habe und ich glaube, sie sagten, Khabib wollte 5 Millionen Dollar für einen Grappling-Kampf und ich dachte mir nur, wow. Offensichtlich hat er sich selbst überschätzt. Es wäre cool, diese beiden Typen gegeneinander grappeln zu sehen, ja. Ich würde gerne mit diesen Jungs trainieren und spüren, wie es ist, aber die UFC hat dann einfach, ja, wie ihr schon gehört habt, belanglos gesagt, Khabib wollte 5 Millionen, haben dann wahrscheinlich darüber gelacht und gesagt, so viel zahlen wir ihm nicht für ein Grappling-Match, weil das Ganze auch nicht bei einem originellen, ganz normalen UFC-Pay-Per-View-Event stattfinden würde, sondern halt auf dem UFC-Fight-Pass irgendwie übertragen werden würde. Wäre eine krasse Sache, Khabib wollte anscheinend zu viel, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.